Und hallo und herzlich willkommen, willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft. Jetzt sind wir am helllichten Tag und letztes Mal haben wir ja da drüben bisschen die Kisten umgeräumt. Jetzt hat man aber ja alles, naja, müssen wir nochmal ein bisschen wegbringen, was wir da so haben. Letztes Mal einfach so weggebracht. Sortiert haben wir ja schon ein bisschen, Holz haben wir ja schon irgendwo reingepackt. Vielleicht gehen wir einfach noch mal ein bisschen farmen heute. Jetzt gleich. Ja. War nicht so schlimm. Hier war Glas drin. Hier war nichts drin. Hier war Möhren und Kartoffeln. Hier war Holz drin. Da war. So, ja. Dann kommen wir hier. Die Wolle jetzt rein. Da haben wir 17, 13 weiß und einmal grau. Hier war Glas. Hier tun wir Erde rein. Ja, oder so. Ich wollte ich die da reinlegen. Das ist wohl was anderes. Ist ja doch egal. So, jetzt kann man noch das Holz zwar hier. Was tun wir hier bei dem Eichenholz irgendwo? Hier so. Sieht besser aus. So, dann nehmen wir. Da kommt die Kohle rein. Können wir eigentlich auch das Flint reintun. So ein bisschen Kohle, ein bisschen Werkzeuge lassen wir alles noch da. Da haben wir noch zweimal helle Wolle. Die hatten wir hier vorne irgendwo hingetan. Ich glaube da drüber. Ja. Entschuldigung für das Knacksen. Das scheint hellgrau. Gut. Alles okay. So, Holz haben wir eigentlich jetzt genug. Was könnte man dann jetzt noch gebrauchen? Ein bisschen Stein, damit wir die Steinkiste voll haben, damit wir noch demnächst noch ein bisschen bauen können. Zur letzten Folge will ich einfach nichts sagen. Ihr könnt euch die ja gerne angucken. Ne? So ein paar Minütchen habt ihr ja Zeit, so 5, 6 Minuten, 8, 9 Minuten. Am besten guckt euch bis zur 12. Minute das einfach mal so ein bisschen an. Ich wiederhole ja öfters was. Also reicht bis zur 12. Minute, wenn man euch das einfach mal ein bisschen anguckt und euch ein bisschen Gedanken darüber macht, weil so. Natürlich bin ich über jeden Abonnenten froh, bin auch froh, dass ich 41 Stück habe, aber ja, ich sag jetzt egal. Könnt ja da mit mir darüber sprechen. Und könnt dann was dazu sagen, was ihr dazu denkt und wie auch immer. Was ihr dazu denkt. So. Wie macht man nochmal diese. Ah, genau das. Das wollte ich mal anmachen. Ich wollte mich nämlich jetzt mal ein bisschen nach unten graben. Und auf Ebene 12 gucken. Wo kann man das gucken? Ja. Müsste mich noch ein bisschen mit arrangieren, wo das steht. Ja, keine Ahnung. Okay, graben wir uns jetzt erstmal runter. Bis hier richtig, bis irgendwann mal anfängt, dunkel zu werden. Nehmen wir auch diesen komischen weißen Stein mit und einen grauen Stein mit. Kann man hier irgendwas. Pot, East, West. Hier kommt Kies. Den machen wir mal gerade so weg. Jetzt kommt wieder Stein. So, jetzt gucken wir mal, wenn man jetzt hier. Bisschen nach hier. Wir wollten mal ein bisschen hier dieses, wie das auch immer heißt, wie heißt das jetzt nochmal? Da wo man so speziell für hier wandeln aber immer die das eine nicht. Ich verstehe das dann nicht.
Graben uns jetzt nochmal ein bisschen runter, bis wir dann vielleicht mal in der Höhle ankommen. Wenn nicht, dann kommen wir jetzt. Ah. So. Machen wir das wieder aus hier. Wir werden auch so irgendwann mal wieder Diamanten finden. Haben wir ja in der letzten Etappe da, wo wir da gespielt haben und die Villa und das alles gebaut haben, haben wir ja auch Diamanten gefunden. Wir mal so ein bisschen farmen. Wäre auch schlau von mir gewesen, sich noch eine Pickaxe mitzunehmen. Gehen einfach noch. Ja, klar. Direkt beim ersten Stein, der als nächstes kommt, der geht direkt alles kaputt. Geht das doch hier mit, dass wir uns vielleicht noch ein bisschen weiter runterbuddeln. Ich glaube, dann geht einfach nur der Stein kaputt, ne? Geht vielleicht schneller mit der Hand. Schneller als mit der Hand. Irgendwann wird ja ein Hohlraum kommen. Vielleicht kommen wir dann daraus, wo wir hinwollen. Ich weiß, war nicht der überdacht. War nicht vorbereitet, so. Wollte einfach mal gucken, ob man da direkt was findet oder so. Naja. Weiß ja nicht, was ich noch spielen soll. Also jetzt, Skyrim dauert ja ein bisschen und jeder spielt so, wie er spielt, ne? Der eine, bin zwar auch jetzt von Höckchen aus Stöckchen gekommen, haben wir jetzt da und wollten, dann haben wir da, sind die eine der Ruine gekommen von den Zwergen und dann wollte ich eigentlich da schätzen lassen, das Dinge, und dann sind wir da in die Diebesgilde gekommen. Ich denke mal, das kann ich schon erzählen. Ja, super, jetzt ist hier Silber. Haben wir jetzt wirklich keine Spitzhacke mehr? Nee. Aber wir könnten uns eigentlich auch wieder hochbauen, ne? So doof wie ich bin. Nehmen wir erstmal den ganzen Kies hier. Dann das ganze Adamantium. Oder wie das Zeug heißt. Wo war jetzt das eine? Da. Naja, sind ja eigentlich die Blöcke, die wir auch gebraucht haben, um hier wieder rauszukommen. Ist auch egal jetzt. Hat sich ja keiner Stein dupliziert, dann müssen wir halt demnächst nochmal richtig das machen. Ist auch egal jetzt. Hauptsache, wir kommen jetzt hier raus wieder. Naja, wir nehmen genau. Nö, wir haben doch ja noch hier oberhalb noch welche abgebaut gehabt. Ich weiß ja nicht, was ich noch spielen soll. Skyrim dauert ja noch ein bisschen. Ich bin ja jetzt auch zwar so einmal quer durchgelaufen, aber jetzt bin ich ja, verfolge ich ja eine Quest zur Zeit. Will ich ja nichts vorgreifen. Aber vielleicht interessiert euch das ja dann, wenn ich so ein bisschen da ein bisschen rausklotze und da ein bisschen rauswerfe, so eine Information rauswerfe, was die Diebesgilde ist. Vielleicht der ein oder andere kennt das ja nicht. Weiß ich ja nicht. Das Spiel Skyrim, die Elder Scrolls 5. Mit Mods natürlich, so ein bisschen grafikmäßig. So ein bisschen so Lichteinfall und so die Grafik ein bisschen verfeinert. Dann ein bisschen das Wasser besser und dann habe ich natürlich die Dungeon und Minen und alles, was es dazu gehört. Andere Töne jetzt noch reingetan und noch in der Wildnis, da gibt es ja dann auch. Kann man ja auch noch andere Töne reinmachen, wenn mir gerade lustig ist und so weiter. Und so fort. Ne? Ja. Konnten uns eigentlich mal da hinten hinbegeben. Da wollten wir ja irgendwann mal rüber. Da müsste man von da rüber, von einer Brücke rüber bauen, glaube ich.
Da kommt man auch von. Ja, da kommen wir von da, da, da. Ich wollte ja erst so einen Kreis bauen, aber wo ich mir dann nachher gedacht habe, dass. Ja. Das natürlich irgendwie eine Form ergeben, aber. Ja. Muss ja nicht immer. Muss man halt gucken. So wie es halt Spaß macht, macht, was man noch so alles da braucht. Hier könnte man eine Arena draufbauen, da oben. So. Ne? Dann nochmal die Mine richtig ausbauen und so. Gibt es hier nichts Interessantes, was man noch so mitnehmen kann? Farbe haben wir ja letztes Mal, da haben wir ja die Schafe mit eingefärbt. Ihr könnt ja gerne schreiben, was ihr gerne mal sehen wollt von mir. Ne? Also, ich bin ja immer offen. Nur jetzt, bei mir geht halt kein Fallout zurzeit noch nicht und Witcher oder so. Also, wenn ich natürlich mir eine Elgato kaufe, dann könnte ich The Witcher spielen oder so. Dann wird das gehen. Hallo? Ich nehme mal ein bisschen Fleisch mit. Ich will nicht unsere eigenen Schafe dafür opfern, ne? Dafür müssen wir uns erstmal eine Schere, eine Schere basteln. Bin mir ja offen für Spiele. Ich denke, ich mache immer mal ein bisschen Abwechslung und denke mal, vielleicht ein oder andere gefällt das und abonniert meinen Channel und klickt und hat Spaß dabei und will nichts verpassen, ne? Fürs Abonnieren kostet ja nichts. Ein oder andere ist ja jünger und vielleicht kennt er das ja noch nicht und kennt YouTube nicht und jetzt auf einmal hat sein Freund gesagt, ja, guck mal hier, ne? Guck mir mal den Channel an, das ist Yoshi Dark und so, kannst ja mal abonnieren und so. Und manche verstehen ja abonnieren heißt ja für manche, du müsstest da Geld für ausgeben, ne? Kennt man von Netflix oder so. Ich glaube, wir stehen die ganze Zeit auf freundlich. Ja, friedlich. So, jetzt wollen wir mal ein paar Zombies und ein paar Schnecken und ein paar Schnaken und so. Da hinten ist schon wieder ein. Dings da. Ich habe ja jetzt gehört, dass man mal so macht hier. Okay, ich hatte jetzt gedacht, das funktioniert. Aber das funktioniert bei nicht bei jedem. Also wenn man die Creeper anhopst, dann würden die vielleicht schneller kaputt gehen. Aber das muss man halt noch trainieren. Müssen halt die sich. Ja, dann funktioniert das auch so mit dem Nachbarn. Dann können wir uns nämlich irgendwann mal nochmal TNT herstellen. Wenn die so kleine Glitzersternchen neben sich haben, dann kriegen die kritischen Schaden und dann sind die schneller kaputt. Wenn ihr immer offen für Neues und wenn ihr halt kein Minecraft mehr sehen wollt oder so, dann könnt ihr da gerne was zu sagen oder sagen überhaupt mal was. Außer abonniert meinen Channel. abonniert, dass ich euren Channel abonniere, natürlich. Mache ich ja gerne, aber das muss ja auch irgendwie auf Gegenseitigkeit beruhen oder irgendwann mal. Jetzt hat er seinen eigenen Kumpel weggeschleudert. Moment. Eine Sekunde. Wieso ist hier Disco gerade? Weil gerade der Laptop runtergefallen ist. Also nicht runter, sondern von seiner Erhöhung, weil der immer warm wird und dann kann ich den nicht so auf dem Tisch gerade stellen. Oh, der war aber nicht ohne. Wenn wir hier mal umbauen wollen, wissen wir jetzt, dass hier schön alles freigeräumt wird. Wir gehen einfach in unsere Mine und werden demnächst einfach mal gucken nach Diamanten. Jetzt da Strip Mining oder ja, Strip Mining heißt das. So exzessiv zu betreiben. Ja, kann man mal machen, aber vielleicht muss ich mir das nochmal richtig angucken und mal gucken, wie man das sieht da, wie tief man ist und so. Wenn hier mal so kleine Blutspritzer sind, dann kriegen die kritischen Schaden, dann sind die schneller weg. Ich mache das jetzt einfach nochmal ein bisschen zum Abfarmen.
Haben wir letztens schon mal gefarmt wegen dem letztes Mal schon gefahren. Siehst du so, wenn man hier so hops? Ja, ist okay. Alles okay. Solange ich nicht sterbe, ist mir alles so Wurst. Bitte, müssen uns gerade mal ein Kartoffelchen reinhauen. Damit wir hier ein bisschen Gas geben können. Bevor wir jetzt gleich explodieren wieder. Und da. Hab ich lieber leider keine Lust drauf. Warte, hier ist noch ein grüner Bubbles, den wir gebrauchen können. So. Ja. Bin immer offen, könnt ihr mal was sagen, was ihr gerne sehen wollt. Was kann man denn noch so spielen? Was ich doch spielen könnte, wäre hier das Elder Scrolls Online oder WoW oder so. Das kann ich alles spielen. Auch das neue Add-on, was jetzt bald rauskommt, also dieses Jahr zumindest, im September, kann ich alles spielen von WoW. Wenn ich jetzt irgendwann mal meinen Job finde, dann werde ich auch neues Equip kaufen, damit man auch andere Spiele spielen kann. Bin ja auch scharf da drauf. Zum Beispiel auf Fallout oder so. Nur mal so zum Testen und dann, ich denke mal, da muss ich mich einfach nur reinarbeiten und dann wird es damit auch klappen? Nö. Ja, wir schlachten einfach mal hier ein bisschen. Sind wir aber glücklich gehüpft, oh. Wo ist er denn? Ich wollte eigentlich das Skelett da, das hier am Raum hüppen ist, an unserem Konstrukt. Wo ist er denn? Hallo? Ah, da ist er. Komm her. Ja, du hast mich getroffen, ich sehe. Wie? Kriegen wir keine Bubbles mehr dafür? Die Bubbles sind da runtergefallen. Ah, hallo, guten Tag. Na? Deinen Bruder habe ich schon umgebracht, oder eine deiner Brüder? Schwestern? Na, ich glaube, das sind alles nur Brüder. Als Skelett ist das, glaube ich, scheißegal. Ist das eigentlich ganz egal. Ja, natürlich, manchmal werden Skelette auch weiblich dargestellt. Ne, so. Hat man ja schon mal gesehen oder gehört oder so. Also zumindest gesehen. Sehen wir das ja. Früher gab es ja auch immer so bewegte Bilder so. Und da waren dann auch weibliche Skelette. Oder weiß ich. Naja. Ich bin heute ein bisschen risky unterwegs und naja. Alter. Aber ist ja gut, wenn wir hier so ein bisschen farmen gehen. Wir haben ja noch ein bisschen Essen dabei. Nö, ist alles gar kein Problem. Da haben wir einen Enderman, den gucken wir jetzt gleich nicht an. Ich weiß, die machen. Der macht zwar nicht so viel, aber wir müssen es ja auch nicht raus. Dann haben wir jetzt auch mal ein Enderauge. Auch nicht. Nö. Wie gesagt, wir können ja immer da wieder reingehen und Sachen holen, wie Glowstone und Quarz. Was brauchen wir noch? Ja, für Tränke oder so. Ob ich das jetzt mache? Natürlich kann ich das aufbauen und basteln und so. Muss ich mir nochmal vielleicht updaten, da dieses eine, den eine Tool, wo man die Rezepte sieht. Das kann ich natürlich tun. Und vielleicht suchen wir uns demnächst nochmal einen Hund. Ich weiß nicht, hat man das? Haben wir? Doch, wir hatten einen Hund gehabt, ja. Aber der ist irgendwann mal despawned. Wie das so vor sich geht, weiß ich nicht. Was hier? Pfeil in A schießen, hallo? Was ist denn mit dir falsch? Da ist dann noch dein Freund. Jetzt hat er uns umgebracht, der Arsch. Naja, ist ja unter unserem Häusle passiert, oder unseren Häuserreihe, oder Siedlung, oder, naja, Siedlung ist ja nicht eigentlich,
Ist ja hier unsere naja, egal, unser Anbau hier. Ich glaube, hier oben ist alles alles verstreut oder so. Da, wo die grüne Bobbels sind. Wo sind sie denn? Und jetzt sind wir gerade ganz nackig. So sehen wir jetzt aus. So sieht das Skin aus hier als als Yoshi. Der Yoshi-Skin. Wo ist er denn? Ist denn die ganze Kacke hinge? Vielleicht liegt es auf der anderen Seite. Jetzt mittlerweile weiß man ja, wie man sich bewegt. Da ist das egal, wenn man, was man für eine Ansicht hat. Ach, da liegt alles. Okay. Jetzt haben wir wieder die ganzen Level da, die wir aufgesammelt haben, verspielt, aber. Naja, 7 haben wir schon mal. Haben ja einiges verloren. Mal ein bisschen Sprengpulver gesammelt. Vielleicht können wir uns nachher auch später mal den TNT machen. Wie das funktioniert, weiß ich noch nicht. Deswegen machen jetzt erstmal so, bis wir alles haben. Haben wir jetzt alles? Jetzt wird die Rüstung noch anziehen, die wir noch da haben. Und haben ja noch alles okay. Das Schwert ist zwar schon ein bisschen gedamaged, aber dann steht auch schön CH auf dem Dings drauf. Auf dem Helm. Da können wir nochmal die Ansicht ein bisschen ändern. So, dann sehen wir wieder alles okay. Die Enderperlen, das habe ich ja auch schon mal gezeigt, glaube ich. Dass man die werfen kann und dann dorthin teleportiert wird. Sollte man nicht immer machen, wenn man nicht genau sieht, wo man da hinzielt. Nee. Oder weiß, wo man hinzielt. So meine ich das. Vielleicht machen wir es demnächst. Ja, vielleicht gehen wir dann nachher nochmal in die Mine rein. Und dort ein bisschen umzuschauen. Ich meine, das ist immer wieder langweilig. Vielleicht gehen wir einfach mal da rüben rein. Haben wir noch nie viel erkundet. Ich bin ja immer hier am Bauen und immer so das Nötigste am Holen. Guck uns das mal an, was dort ist. Hier ist eine Höhle, aber nur so eine gesprengte Höhle von einem Creeper, der vielleicht mal irgendwann mal hinter uns her war. Ach, hier haben wir Hühnchen. Wenn die ein Ei verlieren, könnten wir, wenn wir dann nochmal ein Ei finden, die natürlich züchten, wenn wir dann nochmal einen Stall hinbauen. Ich glaube, Zäune haben wir noch ein paar. Da können wir uns da unten so, dass wir was sehen können oder sehen können, wo die gerade sind. Können wir dann da nochmal ein paar einen Hühnerstall hinbauen. Nee, hier wollten wir hin, oder zumindest ich wollte da hin, zu gucken, was es da gibt. Hier hört man schon ein paar Zombies. Wo sind die Fackeln? Da sind die Fackeln. Wir haben auch noch einen Bogen bekommen. Im Moment interessiert uns der, also zumindest mich gerade nicht. Oh, das ist direkt mal Lava. Hallo? Ach, da bist du. Ja. Da hast du dich selber jetzt. Hast du dich gerade für mich bereitgestellt, dich zu opfern? Dann scheint es wohl noch da oben weiterzugehen. Oder auch nicht. Hier ist einfach nochmal ein Lavafluss. Ja. Haben wir noch einen Eimer dabei? Den haben wir jetzt irgendwo verloren. Ne, da ist er. Dann muss direkt mal Lava-Eimer mit. Einen Eimer Lava. Oh, cool. Krater, cool. Kann man auch was bauen, wenn man
Kann man lustig sein? Weiß ich nicht. Sind wir lustig? Denke ich schon, ne? Ich will ja nie da reinspringen, weil dann ist alles verkackt. Dann haben wir verkackt halt. Kommt mal da. Ich muss ja immer nah genug dran. Ich glaube, wir. Wie schüt da? Mal später rein. Jetzt gucken wir, dass wir uns hier so ein Treppchen hochbauen. Oder zumindest, dass wir da hochkommen. Da ist nichts einfach. Die haben uns einfach. Das Skelett hat uns einfach verarscht. Gut. Kann man machen. Muss derjenige dann nur verstehen. Ja. Dann bedanke ich mich aber jetzt erstmal fürs Zusehen bis hierhin, weil jetzt haben wir schon wieder unser Limit erreicht für diese Folge. Vielleicht ist es ja auch für manche auch zu lang, aber manche machen auch 20 Minuten. Ich mache halt 25 Minuten. Ja, dann bedanke ich mich aber jetzt erstmal fürs Zuschauen bis hierhin. Wünsche euch viel Spaß und lasst mal einen Kommentar da, wie und was ihr zu diesem Video sagen wollt. Wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.